Shirley und Thomas haben in Köln eine kleine Straßenumfrage gedreht und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Hallo Hazel! Boah, der Wind brettert mir so in die Fresse. Hallo Hazel, da du ja schwanger bist und keine Außendrehs mehr übernehmen kannst, dachte ich, ich übernehme das für dich. Also die Außendrehs, das Schwangersein kannst schön du machen. Dann starten wir doch mal mit dieser Straßenumfrage. Ich bin ehrlicherweise auch froh, dass ich die Schwangere bin und nicht Shirley. Wir stehen hier vor dem Kölner Dom. Ich würde es ja Heimat nennen, aber so asozial bin ich dann auch wieder nicht. Thomas, wie macht man überhaupt eine Straßenumfrage? Also es ist ganz einfach. Du musst eigentlich nur drei Sachen machen. Erstens eine Anmoderation. Zweitens so Fragen Scheiße oder Scheiße. Und drittens irgendeine lustige Aktion. Das ist aber wirklich auch die Art, wie wir da rangehen. In Köln gibt es zwei große Dinger, in denen jeder schon mal drin war. Ich spreche vom Kölner Dom. Das war so schlecht. Das sind eure Witze, ich lese nur vor. Man hat gar nicht die Assoziation zum Dom gehabt. In Köln gibt es zwei große Dinger. Zwei große Dinger, nicht ganz billig und jeder war schon mal drin. Ich spreche vom Kölner Dom. Thomas dachte, das wird einfach mit mir. Tja, falsch gedacht. Das ist so wie meine Lehrer. Die dachten, ey, cool, neues Schuljahr und dann sitze ich da in der Klasse. Pass auf, Hazel sagt immer, mit Leuten reden, sie zu interviewen, ist wie wenn man einen Frosch ins Wasser schmeißt und dann langsam die Temperatur erhöht. Das heißt, du musst erstmal freundlich sein, hallo, wie geht's dir, bla bla bla, und dann kommst du mit den dicken Dingern. Ja, freundlich sein ist gar nicht so einfach. Die Leute hier sind echt nicht so, dass man die komplimentieren kann. In Bayern wäre das einfacher. Ja, so sorry, in Köln ist es am einfachsten, deutschlandweit eine Straßenumfrage zu drehen. Ja, ja, ja. Ah. Yeah. Von 9 bis 9, was ich anfasse, wird zu Gold. Ja, ja, ah. 24-7, kul mara mali level mara glück. Mara AK-47, mara 6, mara 7, mara lilo, mara leven, mara shit, kima devil, mara soldo, mara rebel, navi. Kima pilot of the air, heavy. Kima tank for la guerre, mara Gucci, mara Prada, mara combat militär. Ah. La vida multicolor, cartel kima el Mexico. Das ist einfach überhaupt nicht so, wie das verlaufen würde, wenn ich das irgendwie ist es mit dir zu drehen ganz anders als mit Hazel. Ich ziehe genau, ganz Thomas. Andere Zielgruppen an. Hazel würde jetzt mit dieser Person reden. Aber diese Person sieht mich nicht mal. Ich habe ihr ins Gesicht geschaut, Thomas. Keiner nimmt mich ernst. Da ist die Zielgruppe von euch. Hallo, kann ich Sie was fragen? Ich vertrete Hazel. Hallo. Siehst du, Hazel, die Leute haben Angst vor mir. Ja, sie verlieren ihre Gruppe nicht. Woher? Wo sind sie denn hergeradelt? Von Niederbayern. Von Niederbayern bis hierher? Ja. Was war der schönste Ort? Oh. Köln auf jeden Fall nicht. Weiß ich nicht. War überraschend. Bin ich bis jetzt freundlich genug am Anfang? Ja, es geht. Es geht. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Ja. So, er findet mich sehr freundlich, dann mache ich mit ihm weiter. Ja, Helm tragen, sicher fahren. Richtig, richtig, ja, logisch. Und haben Sie sonst noch irgendwelche Tipps für die Fahrradfahrer da draußen? Von Süddeutschland, also von Bayern, wo wir herkommen, wunderbare Flüsse entlang, Altmühltal, Tauber, Main, Rhein, wunderbar. Bis jetzt wunderbar. Wir fahren nur noch nach Holland. Ui, bis nach Holland und dann wird erstmal ein bisschen geschmökert. Richtig, getrunken. Geschmökert? Nichts geschmökert. Nein, da bleiben wir schon bei dem. Hallo, darf ich Sie was fragen für ein Interview? Nein. Deutscher, ja. Englisch. Oh, just English? That's a little bit difficult for me. Yeah. No, she's perfect. She can speak English. Okay, we try it in English. So, we are here in Köln, or you would say Cologne, but it's very smelly. Or how would you... It's not too smelly. Is it okay? Is it okay? How smelly is it? Like, from 1 to 10? Yeah, how smelly is it from 1 to 10? Oh, 3 or 4. Oh, that's okay. It smells like Douglas. We have places in America that smells a lot worse. Oh, nice. One good thing about Cologne, it smells a little bit better than America. Good, that's it. Thank you so much. Just a smelly interview. Yeah. Okay. I'm not that smelly. Hi. Was? Ja, können wir machen. Ey Hazel, ich versuche wirklich die ältere Generation zu befragen, aber die jüngere zieht's immer an und die ältere geht immer weg von mir. Danke.
Okay. Perfekt. Wie würdest du Köln von 1 bis 10 raten, was den Geruch betrifft? 5. Also schon ein bisschen... Schon ein bisschen mies teilweise. Ja. Aber wir sind hier auch direkt am Hauptbahnhof. Schade, dass der Dom hier dann auch steht. Ja, ich finde, der ist okay. Der ist okay und der Hauptbahnhof? Abends nicht mehr so geil. Uiuiui. Also jetzt gerade ging's. Fast so wie Thomas, wenn er neben Hazel liegt. Soll ich auf die Ziegelsteine? Nee, besser nicht. Wieso? Also schau mal. Hier wurde die Kölner Philharmonie gebaut, da. Und die ist unter der Erde an einem der meistfrequentierten Orte in Köln. Und dann ist ihm nach dem Bau aufgefallen, dass man unten hört, wenn Leute drüber laufen. Und jetzt müssen da jeden Tag Ordner stehen und aufpassen, dass niemand da drüber läuft. Das ist nicht total sinnlos. Das ist sowas von Nordrhein-Westfalen. Da hat jemand die Schule nicht beendet, aber einfach schon mal Architektur studiert. Unter diesem Platz liegt die Kölner Philharmonie. Bitte betreten oder befahren Sie nicht die innere Platzfläche. Tritt- und Rollgeräusche werden leider in den Saal übertragen, sodass Konzerte und Proben gestört werden. Bitte was? Vielleicht nächstes Mal einfach einen anderen Ort wählen. Wir sind ja in der Nähe von den Liebesschlössern. Haben Sie da auch schon eins hingehängt? Nein. Wird da noch eins kommen? Weiß ich nicht. Sind Sie denn ein Paar? Ja. Das war einstimmig. Das hätte jetzt sehr unangenehm enden können. Nein, okay. Was würden Sie denn am liebsten hier machen in Köln? Wir gehen jetzt gleich mal über die Rheinbrücke, weil das habe ich noch nie gemacht. Und dann nehme ich meinen Schatz mit. Oh, und Sie sind hoffentlich der Schatz, oder? Genau, so ist es. Super, wie lange sind Sie schon zusammen? 3 Wochen. 3 Wochen? Oh, junge Liebe! Dann würde ich sagen, zum Einmonatigen gibt es dann ein Schloss an der Brücke. Können wir uns drüber unterhalten, ja? Können wir uns drüber diskutieren? Ja, wird nicht diskutiert, das wird gemacht. So, und dann lasse ich diesen Streit dann auch mal so und gehe wieder weg. Ist das Chili oder Kalbpflaume? Ist ja Wahnsinn. Wird ja richtig verkuppelt. Versucht ihr hier Schlösser zu knacken? Nein. Die versuchen wirklich Schlösser zu knacken. Naja, unglücklich, ja. Aber ich kann es eh nicht. Sie ist die, die es probiert. Ja. Ja, Privateigentum, gell? Kommt bald ein neues Schloss dran? Ich habe gerade gesagt, ich bin eigentlich nicht so Fan davon. Aber ich weiß es noch nicht. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Und da ist wieder meine Zielgruppe. Thomas! Chili! Ja! Chili. Was machst du da? Und How to Hazel. Oha, das ist einfach Chili. Ein Clash. Hazel, meine Zielgruppe ist ein bisschen jünger. Oh Was muss man jetzt als nächstes machen? Kommentieren! Kommentieren und die Glocke drücken. Möchten Sie eine Umfrage mit mir machen? Wenn Sie mithalten können. Okay, was finden Sie am schönsten in Köln? Hier. Top, ciao. Hazel ist schwanger und ich vertrete sie. Wie mache ich es bis jetzt? Sehr gut. Sehr gut. Und Sie haben gerade versucht, ein Schloss zu knacken? Nein, eins zu finden. Wir hatten vor einem Jahr Goldene Hochzeit und hatten eins hier hingehängt, aber wir finden es nicht. Oh ja, weil hier sind ganz schön viele Schlösser. Ja, das ist schon uns klar. Und ihr wollt es wieder abhängen? Nein, nur mal sehen, ob es noch da ist. Ja, ich habe vorhin schon gesehen, wie Leute hier Schlösser knacken wollten. Nicht? Ja, angeblich waren es ihre eigenen. Aber Sie suchen ja auch Ihre eigenen. Ich suche meinen. Wie lange sind Sie denn schon verheiratet? 51 Jahre. Ui, das hört sich nach der Zielgruppe von Hazel an. Ist das jetzt so der Gag, dass meine Fans ultra alt sind? Entschuldigung, kann ich dich was für ein Interview fragen? Was würdest du tun, wenn deine Freundin jetzt schwanger wäre? Mich freuen. Oh, und freust du dich, Thomas? Klar. Perfekt, du machst gerade Mittagspause hier? Nee, ich habe gerade frei. Oha, und ich muss hier die Umfrage drehen, Thomas. Merkst du was? Also ich habe gerade Mittagspause gemacht mit meinem Manager zusammen. Und oho, was machst du denn? Ich bin unter anderem im TV tätig. Oh, was für ein TV? Ich war bei Love Island und Ex on the Beach. Oha! Was? So Leute findet
Trash-TV. Ist das beleidigend, wenn ich Trash-TV sage? Ne, ich hab Trash-TV. Und, planst du schon die nächsten Shows? Wir haben gerade ein bisschen was geplant, aber ist noch... Weil das ist voll normal, dass man so durchgeht, gell, bei den ganzen Formaten. Ja, ich sag mal, es macht ja auch wirklich Spaß. Also man hat ja Bock auf so Formate. Ich habe nur Sommerhaus der Stars geschaut und das sah nicht sehr spaßig aus bis jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall Stress pur, würde ich sagen, aktuell. Aber ist trotzdem immer eine geile Erfahrung, auch vor Ort. Macht Bock, gerade Sommerhaus der Stars, so Spiele machen mit dem Partner und so. Ist eine coole Sache, finde ich. Grüß mal Hazel, sie ist schwanger und ich bin nur die Vertretung. Hazel, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft und ich grüße dich ganz lieb aus Köln. Top. Was ist der Unterschied zwischen Hazel und einem Eis? Keine Ahnung. Was hast du? Hazels Drip ist nur die Fruchtblase. Oh, das war gut. Komm, wie gut mache ich eine Umfrage? Super. Von 1 bis 10? 10. 10. Boom. Und wenn du noch jemanden hättest mit mehr Humor, dann hättest du noch mehr Glück. Boah. Premium-Interviewpartner. Sorry, aber ist so. Cool, danke. Und du hast hier noch Tricks gemacht. Willst du mal vor der Kamera einen Trick machen? Kann ich gerne machen. Talentshow. Zeig uns, was du kannst! Wow, was geht denn jetzt? Ey, das ist so da anders, sie als wenn raus. Ich das mache. Boom, klack und jetzt! Du warst 8 Jahre im Zirkus? Im Schulzirkus. Oha, endlich lernt man was in der Schule. Ja, bei der Schule ist schon manchmal viel was gut. Tanz mal deinen Namen bitte und ich muss ihn erraten. Okay, sie tanzt jetzt ihren Namen und ich muss erraten, wie sie heißt. X. Ja. Xander. Nee. Emma. L. Emilia. Kann ich buchstabieren? Emilia. Emma. Emily. Verdammt. Emily. Ja. Das passiert, wenn ihr die Schule abbrecht. Was ist besser, Hazel Brugger oder Gluten? Ich glaube Gluten. Was? Ich stehe hier vor einer glutenfreien Patisserie Isabella, einer von Hazels Lieblingsorten hier in Köln. Denn Gebäck muss nicht nur glutenfrei sein, sondern kann auch extrem teuer sein. Ich bin mitten in der Anmod. Du sprichst in meinen Satz rein. Hättest du das noch gesehen? Chili, deine Fans sind einfach nicht so gut erzogen wie meine. Mann, das wäre ein One-Taker gewesen. Tja. Egal, komm, mach mit ein Foto. Willst du ein Foto? Ich stehe hier vor der glutenfreien Patisserie Isabella in Köln, einer von Hazels Lieblingsorten. Ich bin aber nicht Hazel, deswegen gehe ich hier nicht rein. Spaß, sie hat mir gesagt, ich soll ihr was mitbringen, also mache ich das auch, denn Gebäck muss nicht nur glutenfrei sein, sondern es kann auch extrem teuer sein. Und was ist besser als Kekse und Törtchen? Genau, Kekse und Törtchen zum dreifachen Preis. Hier ist eine Wespe, dann befragen wir sie, was würden sie gerne hier bestellen? Oder sind sie nicht komplett reich? Was können Sie denn empfehlen für eine schwangere Frau? Kondome habe ich schon vorgeschlagen, aber dafür ist es zu spät. Oh Gott. Eigentlich ist das mit dem Hummus lecker. Eigentlich? Eigentlich ja, weil wir haben das mit dem Cashew-Aufschnitt nicht mehr da. Deswegen ist es am besten. Das Beste ist natürlich schon weg. Deswegen ist Hazel jetzt auch nicht mehr auf dem Single-Markt. Dankeschön! So, ich habe Hazel was mitgebracht. Jetzt müsste man nur noch ein bisschen Gluten draufstreuen, dann wäre es eigentlich perfekt. Meint ihr, das ist gefährlich, wenn man hier rumhüpft? Nein! Ah, ah, ah. Wenn es nicht die Schlosser zum Einbrechen bringen, dann wir! Ja, vielen lieben Dank, Shirley. Den Kuchen werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich finde, das hat sie richtig gut gemacht. Schreibt bitte in die Kommentare, wo ihr gefunden habt, dass Shirley deutlich besser war als ich. Und alles andere müsst ihr eigentlich nicht schreiben. Was ist der Unterschied zwischen Shirley und diesem glutenfreien Kuchen? Der Kuchen hält die Fresse. Das war gemein. Aber es ist wahr. Chili redet sehr viel.